Ja, dritte Folge von unserer Eintracht-Karriere. Was haben wir bisher gemacht? Wir haben versucht, Maicon zu verpflichten. Wir haben versucht, ein paar Spieler zu verkaufen. Wir sind im Vorbereitungsturnier und ja, machen jetzt erstmal weiter mit ein paar Trainings. So, was haben wir denn da? Wir lassen Stendera mal. Was lassen wir denn mal üben? Dribbling-Parcours. So, dann nehmen wir Innenverteidiger Abraham El Rondo. Außenverteidiger, den haben wir bislang noch gar nicht so wirklich. Injowski, Defensiv 1 gegen 1. Seferovic, Chancenarbeit. Und dann lassen wir ja auch mal Torhüter. Ja, Radetzky. Torwart 1 gegen 1. Simulieren. Das sieht doch ordentlich aus. So, dann gucken wir mal in den Posteingang. Was haben wir denn da? Transferangebot inakzeptabel. Okay. Gut, 9 Millionen fanden sie doof. Sie wollen 15. Wir geben ihnen mal 14. So, Turnierpreisgeld. Jawohl. Nachricht von Spielern. Bisschen nervös. Ja, du bist auch aufgestellt. Ich weiß gar nicht, was du willst. So, Moment, das müssen wir aber hier nochmal unsere Finanzen etwas anders verteilen. So, machen wir das jetzt mal. So, ah, okay, da ist das Problem. Okay. Zambrano kommt natürlich dahin. Und den nehmen wir jetzt mal Eiern kann auch damit. Abraham für Eiern. Seferovic mal durch Castaños ersetzen. Auf links kann mal er hier. Gut. So, lassen wir das jetzt mal stehen. Gucken wir mal, was kommt, was nicht verfügbare Spieler. Zambrano, ja, Zambrano ist noch. Da lassen wir Anderson mal spielen. Auch gut. Der dürfte ja noch da sein. Und dann simulieren wir mal weiter. Sarcosao. Für 3 Millionen. Die wollen 3 Millionen. Wir bieten mal 2,6. Aktuelles aus Italien. Wen haben wir denn da noch? Morata wäre natürlich auch ein geiler Hund. Di Natale. Philipp Andersson als linker Flügel. Ne, ist nichts dabei. Damit haben wir Husti verkauft, das bringt Geld in die Kasse und simulieren jetzt hier mal. Und 2-0 Fabian Castaños, Tore gemacht. Hervorragend. So.
So, jetzt gucken wir mal. Jede Menge E-Mails. Was haben wir denn hier? Pressekonferenz. Pressekonferenz teilnehmen. Loben wir mal. Was haben wir hier? Okay, Maikon möchte. Legen wir hier mal noch ein bisschen was drauf. 2 Jahre, essentieller Stammspieler. Probieren wir es nochmal. So, Transferverhandlungen. Verhandlung läuft. Ja, wenn die 4 Millionen bieten, kann es eigentlich nichts machen. Turnierpreisgeld, okay. Simulieren wir mal noch ein bisschen weiter. Transferangebot für Anderson. So, hat einen Marktwert von 4,3. Wir machen Gegenangebot 4,2 nach Köln. Okay, wäre fair. Ja. Wir denen dann auch ein bisschen mehr Geld bieten können. Scout-Bericht, aktuelles aus Deutschland, Volland, Alaba, Pripp, Bönisch. Also hatten wir ja gerade eben Rashford. Sind 21 Millionen, seid ihr des Wahnsinns? Nee. Kann man es nicht leisten. Simulieren wir hier mal noch. Und dann müssen wir mal in den Kalender gucken, weil ich glaube, so allzu viel Zeit haben wir da auch gar nicht mehr. 2-0 gewonnen. Kittel, Castaños. Hervorragend. Was haben wir denn da an E-Mails? Köln. Okay. Spieler verkauft. Ihr Preisgeld. Okay. Kalender, wo sind wir denn jetzt? Da ist nicht mehr viel Zeit für Transferperiode. Dann trainieren wir mal noch ein bisschen.
Waldschmidt, Kopfbälle und Volleys. Castaños, Chancenarbeit. Flügelspieler, Aigner, Tempo-Dribbling. Mittelfeldspieler, Fabian. Steilpässe. Innenverteidiger Abraham, Zweikampf und simulieren. Gut, das haben wir auch. Dann simulieren wir mal weiter ein bisschen. Aktuell ist aus England. Martial wäre natürlich auch ein geiler Kerl. Aber der ist wahrscheinlich auch schweineteuer. Vardy hätte ich auch unwahrscheinlich gerne. Aber den kann sich auch keiner leisten, oder? 10,5 könnte man noch fast. Das sind gesagt 3,8. Ihr kriegt 3,4. Dieser Maicon geht mir echt auf den Nerv. 80. Ein Jahr, keine Angaben. Ah, wenn du es jetzt nimmst, dann kannst du mir mal die Ruhe lassen. So, wir simulieren ein bisschen weiter und gucken mal, Angebot akzeptiert. Rashford. Kriegst 15, kriegst eine Torprämie, kriegst deine 4 Jahre. Angebot absenden. Wir haben die Sau verpflichtet und Maicon hervorragend. Aktuell ist aus Italien. Wir könnten noch was im defensiven Mittelfeld eigentlich gebrauchen, oder? Ja, da halt hier Linksverteidiger Alessandro wäre schon sehr geil. 21 Millionen. Ist. Verleihe. Gucken wir mal, ob wir den leihen können. Spieler verkauft.
Tauschen wir gegen Abraham. Ja, ich glaube, so machen wir das erstmal. So, und wir simulieren noch ein bisschen weiter. Okay, war ja klar. So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Wo haben wir denn noch Bedarf? Eigentlich bräuchten wir noch einen schnellen fürs rechte Mittelfeld. Spieler suchen. Zurücksetzen. Position. Mittelfeld. Rechtes Mittelfeld. Ja, auch so bis maximal 30. Was haben wir denn da? Ist da irgendwas dabei, was potenziell schnell sein könnte? Da seht ihr so auf Anhieb nichts dabei, was ich da gerne hätte, nehmen würde. Ja, Ballerabi, aber 23 Millionen, seid ihr wahnsinnig? Bruma. Schikowski. Ja. Ist kein schlechter Spieler. Joel Kempe. Nee. Dann gucken wir doch nochmal im zentral-defensiven Mittelfeld. Da haben wir da noch irgendwas, was in Frage kommen würde. Also ich sehe da jetzt nichts, wenn ihr Vorschläge habt, wenn man da im zentraldefensiven Mittelfeld mal noch sich anschauen könnte, dann schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Hat wahrscheinlich jetzt vor der Saison nichts, aber dann könnte man sich das ja mal für den Winter einfach mal angucken. Philipp Bargfrede, mein Gott, der ist doch auch schon gefühlt 248 Jahre. Baumgartlinger. Baumgartlinger klingt gut. Lars Bender gefühlt auch schon so alt. Nee. Wobei der eigentlich ist eigentlich gar nicht so alt. Gut. Wir trainieren. Wir lassen hier den neuen direkt mal mit trainieren. So. Und den Gacinovic lassen wir mal noch trainieren. Im Mittelfeld den Stendera. Dann hier den Außenverteidiger, den Maicon. Und vielleicht auch nochmal einen Torhüter. Da.
alles simulieren. So. Und ich würde sagen, damit war es das dann auch erstmal für Folge Nummer 3 und dann sehen wir uns in Folge Nummer 4 weiter und dann nähern wir uns schon dem ersten Saisonspiel. Macht's gut.